Herzlich willkommen in Ellis Garten. Ich bin Elli und heute wollen wir Lilien pflanzen. Lilien, diese wunderschönen Zwiebelpflanzen, die weltweit mit ungefähr 110 verschiedenen Arten vertreten sind, die in allen möglichen Farben blühen. Also Lilien gibt es wirklich in allen Farben, weiß, rot, rosafarben, gelb, mehrfarbig, nur nicht in blau. Also es gibt definitiv keine Lilien, die in blau in natürlicher Form wachsen. Und diese Lilien, das sind ja richtige Sommerblüher. Die fangen, je nach Sorte, fangen die schon im Mai, Juni an zu blühen und dann so bis August, September auch wieder, je nach Sorte. Wir haben jetzt schon Mai, also meine Lilien werden im Mai nicht blühen, weil sie noch in Zwiebelform sind, aber ich habe sie gekauft, weil sie ein Schnäppchen waren. Also das möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Lilien, Normalpreis 2,99 €. Reduziert 3 Euro. Also das ist eine Sache, darüber denke ich jetzt die letzten 5 Tage, seit ich die gekauft habe, denke ich nach, wie so etwas sein kann. Ist jetzt aber egal, weil diese Zwiebeln, die jetzt auf jeden Fall in die Erde kommen sollen. Und dafür ist wichtig ein sonniger Standort. Lilien, um sich richtig zu entwickeln, brauchen einen sehr sonnigen Standort, wobei sie vergleichbar mit Clematis kalte Füße brauchen. Also heißer Kopf, kalte Füße. Das heißt, der Boden von den Lilien sollte ein wenig beschattet sein. Das kann man dann erreichen, indem man da vielleicht Bodendecker davor pflanzt, die sich dann so um den Wurzelbereich schlängeln oder alternativ mit Rindenmulch dann den Bereich abdeckt. Auf jeden Fall sollte die Erde um die Lilien rum nicht zwingend auch so von der Sonne beschienen werden. Und diese Lilien, die sollen gemeinhin, sagt man, 25 bis 30 cm tief in die Erde, in einen schönen, durchlässigen Boden. Diese Mischung, das sind wohl, weil es so kleine Lilien sind, die müssen nur 15 cm tief rein. Aber ja, gut, dann werden wir das so machen, wie das der Hersteller so will. Es ist ja sowieso immer so eine Sache, finde ich, mit diesen tiefen Angaben. Aber so sieht dann so eine Lilienzwiebel aus. Wie man sieht, hat sie hier auch schon einen wunderschönen kleinen Trieb gebildet. Und diese Lilienzwiebeln, das ist auch ganz interessant, die sind so nackig. Also im Gegensatz so zu Tulpenzwiebeln oder Gladiolenzwiebeln haben die Lilienzwiebeln keine Haut und sind dann quasi ja, sehr unbedeckt. Und hier sind 5 Stück. Die eine sieht so ein bisschen schlapp aus, na egal. Auf jeden Fall sollten diese Lilien hier einen Abstand von, ja, gar keinen Zentimeter haben. Die kann man theoretisch zusammen machen. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir machen natürlich Abstand. Jetzt wird hier erstmal ein schönes Loch gegraben für jede Zwiebel. Und unten in dieses Pflanzloch kann man Kies reintun oder gerne auch Sand. Auf jeden Fall irgendetwas, was als Drainage fungieren kann. Ich werde jetzt Sand reintun. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil man hinterher nach der Pflanzung auf die Zwiebeln ebenfalls Sand gibt. Also das ist jetzt nicht nur als Drainage gedacht, sondern die Zwiebeln, wenn die dann in den Pflanzlöchern drin sind, werden ebenfalls mit Sand bedeckt. Und dann setzt man die Zwiebeln so ein. Es ist eigentlich selbsterklärend, aber ich sag's trotzdem nochmal, mit der Spitze nach oben. Wie alle anderen Zwiebeln, die Spitze nach oben. Immer schön, hier in das kleinere Loch kommt auch eine kleinere Zwiebel rein. So. Und dann vermischt man den Aushub ebenfalls nochmal mit Sand ein bisschen. Also das ist hier jetzt eigentlich nicht nötig, weil die Erde per se schon sehr, sehr, sehr durchlässig ist. Das ist fantastischer neuer Mutterboden. Ich mache es aber trotzdem. Aber zuvor werden diese Lilienzwiebeln mit Sand bedeckt. Also es sieht ein bisschen ungewöhnlich aus, aber das haben Lilienzwiebeln sehr, sehr gerne. Und dann wollen wir denen das natürlich auch gönnen. Und dann kommt dieses Aushubgemisch hier wieder schön rein. Schön bedecken. Dass die Zwiebeln alle schön versteckt sind. Und danach natürlich wie überall angießen. Das bleibt uns auch beim Lilienpflanzen nicht erspart. Und jetzt wird das einige Tage dauern. Also das Wetter ist ja sehr, sehr schön. Die Zwiebeln haben ja auch vorgetrieben schon. Das heißt, so furchtbar lange kann es nicht mehr dauern. Aber irgendwann werden wir hier, wenn jetzt das Wasser sich nicht gerade komplett aus dem Staub macht, wie das hier gerade der Fall ist, aber irgendwann werden wir hier fantastisch blühende Lilien sehen.
Und die können dann auch tatsächlich den Winter über in der Erde bleiben. Also im Gegensatz jetzt zu manch anderen Zwiebeln, die ja dann immer halt rausgeholt werden müssen oder sollten, weil sie halt nicht winterhart sind, ist das bei diesen Lilien nicht der Fall. Die dürfen ganzjährig drin bleiben und kommen dann auch immer wieder. Und wenn man Glück hat, dann bilden die sogar noch Tochterzwiebeln und vermehren sich dann schön, sodass man halt dann im Laufe der Jahre dann halt immer und immer und immer wieder neue und noch mehr und wunderschöne blühende Lilien hat. Wollen wir hoffen, dass es so klappt. Und wir hoffen auch, dass euch mein Video gefallen hat, dass ihr es liked, dass ihr meinen Kanal abonniert und beim nächsten Mal wieder vorbeischaut.